Kennst du den Song schon? Ja, den finde ich nicht so cool, aber. Ach, Digga, Mann, das stresst mich so sehr. Ich muss jetzt immer hier rechts drücken. Digga. Ist jetzt nicht mega arsch, der Song, aber ist mittel. Ich kann nicht fühlen, was ich will, ich kann nur fühlen, was ich muss. Und ich muss fühlen, was ich kann, weil wer weiß, wann ich Schluss. Aber Soli ist cool, Mann. Neues Album ist gut. Alle werden Püßer, wenn sie sehen, was passiert. Bis bald, mein Cool, theoretisch. Ja, mag ich nicht so, aber ich finde, das hat mir Norex und Philo haben mir das gezeigt, als wir noch unterwegs waren mit Henno. Boss Baby Intro sehr geil und den Song fand ich auch sehr cool. Den finde ich fast noch härter. Das geht sehr geil. Mehr habe ich vom Album noch gar nicht gehört. Ich muss das Album nochmal komplett hören. Aber das geht sehr hart auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr geil. Digga, seit wann kann man hier. Bro, das gibt's jetzt mit Video hier? Wie läuft das ab? Kann man das dann. Oh ja, hier. Bro, Musik in dieser Spotify. Since when, Alter? Ja, schreibt alle L-Chat. Komm, fuck mich nicht ab. Real Talk. Gar keine Nerven heute für. Gar keine Nerven für. Bro, eure Musik ist eh fucking hoffen scheiße, alright? Wirklich, mich würde mal interessieren für die Leute, die das schreiben, was die hören. Was hört ihr für Musik, Bro? Real Talk. Digga, ich habe das Gefühl, man kann wirklich die größten Banger hier vorstellen und Leute schreiben L. Digga, was hört ihr für Musik, Bruder? Real Talk. Ihr denkt alle, ihr werdet Special Snowflakes, weil ihr irgendwie Yeet und Ken Carson hört. Bro, Spoiler, jeder tut das. Und ich finde, Real Talk, die meisten Sachen davon hören sich alle komplett gleich an. Aber es ist Geschmackssache, I guess. Aber Real Talk, ich finde Sodi sehr, sehr nice. Ich ahne auf jeden Fall sehr. Das L-Ding ist größter Abfuck im Moment. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich meine, manchmal ist es ganz funny, aber I don't know. Sowas hier pumpe ich regelmäßig. Okay, an die ganzen Leute, die Soli scheiße fanden, was ich gerade gezeigt habe. Was hört ihr für Musik? Links in den Chat. Ich höre mir jetzt an. Was hört ihr? Auf Ernst. Ja, Bro, das ist Arsch. Sorry, dass wir so mitteilen zu müssen. Fucking Osnabrück, Digga, what the fuck. Alright, okay, was haben wir hier? Ja, ohne Zweifel ein kompromissloser Adrenalin. Ja, okay, deine Meinung zählt nicht. Ja, okay, check. Ja, ja, ist kurz Link-Chat, aber es ist okay, für jetzt ist okay. Die Männer sind alle angezogen, Switch. Die haben alle nur Badehose an und sind auf dem Weg zum Strand. Ja, okay, check, was haben wir noch? So, listen. Okay, das ist eh nicht true. Was ist das? Ja, okay. Alexander Markus, check. Bro. Das ist ein Hugo-Video, Bro. Grüße an den Osnabrück-Fan. Wie viel habt ihr gestern gespielt aus Düsseldorf? Ja, ist cool. Was sonst hier? Ist das so Tech oder sowas? Also ich sag eine Sache, Chat, wenn euer Musikgeschmack so klingt, als wäre euer BMW getuned, Bro, und alt, dann ist eure Meinung disqualifiziert, okay? Wenn euer Musikgeschmack sich so anhört, als würdet ihr verfickte leere Alkoholflaschen in eurem Keller sammeln, okay, und aufstapeln in einem Regal, dann seid ihr auch disqualifiziert. Ja, es ist Gimme, 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 aber der Hardcore-Remix, oder? Also, das ist das Album. Bro, einer schreibt Basti-DRG-Intro. Was daran ist ein Basti-DRG-Intro, Bro? What the fuck? Okay, ich bin gespannt. Ich hab Angst. Digga, wirklich, das ist kranke Scheiße, Leute. Das ist kranke Scheiße. Ja, den mochte ich nicht so, aber Jack Harlow ist krass. Ja, Bandit ist krass. Einer der krassen Songs, Trust. Das Ding ist, ihr schickt gerade alle was rein. Mich würde interessieren, wer. Also, eigentlich will ich nur die Meinung hören von den Leuten, die L geschrieben haben vorhin, als ich Soli gezeigt habe. Was die hören.
Ja, ist auch ein Banger. Das ist mein Song zum Chillen. Ja, ist auch ein Banger. Das ist ein nicht gelisteter, nicht gelisteter Videos. Ah, nein, scheiß auf euch, Chat. Euer Musikgeschmack ist Arsch, alright? Ist mir egal, was ihr sagt. Meiner ist auch Arsch, aber euer ist besonders Arsch, alright? Der hier ist für euch, Chat. Deine Meinung zu Beas? Ist cool. Ich glaube, ich mag nicht alle Tracks so mega, aber ja. Grüße an den Osnabrück-Fan. Wie viel habt ihr gestern gespielt? Grüße aus Düsseldorf. Wahrscheinlich nicht so gut. Okay, ist ein Hit. Bro, das sehe ich aktuell ultra häufig auf TikTok. Dass Leute das jetzt wieder pumpen, Digga. Ja, es war ein Hit damals, Bro. War ein Hit. Ey, Chat, keine Links mehr, ihr verfickten Idioten. Alright, hört auf, das zu linken. Shut up. Ich check noch die Dinger aus den Donations und dann passt. Das war eine kranke Zeit, Bro. Das war eine krasse Zeit, Bro. Das war eine crazy Zeit, Mann. Real Talk. Was zum Fick ist das hier? Glob the Bottom 2? Achso. Bro, ich finde teilweise, dass diese SpongeBob-Rage-Songs härter gehen als alle Rage-Songs, die Chat sonst immer so linkt. Also, Real Talk, ich finde alles, was ich von Yeet bis jetzt gehört habe, überwack. Überwack wäre wirklich übertrieben. Aber ich finde es nicht so crazy. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie einen Ken Carson-Song zu finden, der mir gefällt, weil ich habe diesen einen Song gehört, wo UFO ihn als Feature-Gast drauf hatte. Und da finde ich sein Part übergeil. Aber alle Songs, die ich von ihm alleine gehört habe, fand ich so medium cool irgendwie. Ich feiere diese Rage-Beats, aber ich habe irgendwie noch nicht so das gefunden, was mir so gut gefällt irgendwie, you know? Und Real Talk, ich finde, diese SpongeBob-Dinger gehen teilweise härter als alles, was ich bis jetzt von Yeet gehört habe, Digga. Digga, no joke. Also jetzt nicht mal aus Gag. Ich meine, obvious würde ich halt mir das jetzt nicht als in die Playlist packen. You know, irgendwie so ein SpongeBob-Track. Aber so... Hör, I Need You von Ken. Keine Ahnung, die meisten fand ich so... Ne? Ich hab das Gefühl, bei den meisten finde ich den Beat übelst geil. Das, was sie drauf gemacht haben, nicht so. Okay, ist aber ganz cool eigentlich. Ich glaube aber, dass mir das auf Dauer richtig auf die Eier gehen würde, einfach. Ich weiß nicht, Mann. Ich fand, Wie läuft es eigentlich? Wie heißt denn das auch nochmal, Chat? Hier, der. Ich wünschte, Real Talk, also ich finde den UFO-Part auch cool, aber ich wünschte, es wäre nur Ken Carson auf dem Track. Ich finde, der Ken Carson-Part geht crazy stupid, aber ich finde, das geht 10-mal mehr stupid als alle Songs, die er selber gemacht hat. Warte, wenn es gleich anfängt. Ich finde, das gibt 10-mal mehr als alle Songs, die ich sonst gesehen habe. Das ist ein Der Beat fetzt halt, aber das Gestotter brauchst du nicht. Doch, schon hart. Ich finde das schon geil. Aber, I don't know. Egal, scheiß drauf, Musikthema ist zu. Wir hören keine Songs mehr, danke. Einmal fürs Feeling. Ja, Bruder. Schon 1000-mal gesehen, Bro. Hold. Wir sind noch nicht so weit. Warte. Nein, doch noch nicht jetzt. Wake up, yeah. Der Beat ist fucking stupid, Mann. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein Songbattle at some point, Chat. Aber wir müssen irgendeine Regel finden, so. Es wäre so geil. Wie findest du den? Songbattle, aber nur Songs, die ich nicht kenne oder so. Oder nur Künstler, die ich nicht kenne oder so. Irgendwie sowas wäre hard fresh. Aber ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Mr. Ja, Lake ist okay. Ja, ist ein Klassiker, kennt man doch. Alright! Yo! Bruder, das ist scheiße laut, holy shit. Hi. Was ist das, Kwami? Ah ja. Die Straßen sind hart. Guter Mann. 24/7. Tja. Lieber Herr im Himmel, bitte gib mir einen Hinweis. Sie schließen die Grenzen, weiß grad nicht, wo ich hin weiß. Denn wo ich mich befinde, gibt's nur Kummer und...
ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Aber Kwame ist auf jeden Fall ein Atze gewesen. Der war sehr korrekt. Wie ist deine Meinung zu Metal und Slipknot? Hier ein Banger. Ist mir auch zu unentspannt im Auge. Aber ich check's auf jeden Fall. Bro, no, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie jemand so diesen Song hört auf der Autobahn und dann aber die, ich sag mal, die Regeln der Geschwindigkeit einhält. Alright? Wie genau funktioniert das? Das ist doch Mucke, da fährst du doch immer 30 km/h zu schnell. Bro, das ist genauso wie so Drum and Bass. Wer hört Drum and Bass und fährt 120 auf der Autobahn? Das geht nicht. Das macht gar keinen Sinn, Bro. Du hörst nicht irgendwie den Song hier und denkst dir so, yo, alles klar, gut, perfekt. Yo, da halte ich mich jetzt erstmal an die Regel und fahr 80 km/h. Niemand macht das. Ich kann mir das nicht vorstellen. Geht mal 200 km/h. Real talk. Real talk. Bro. Ein Kollege von mir, den ich nicht kenne, hat auch mal auf mitten in der Nacht, als die Autobahn komplett leer war, runtergebremst auf ganz wenig und hat dann komplett beschleunigt beim Drop. Das ist auch hart. Aber den kenne ich nicht mehr. Mit dem habe ich nichts mehr am Hut, alright? Mit dem habe ich nichts mehr im Hut. Ein Kollege von dir hat auch mal Donuts gedreht im Space Star. Ja, das war ich selber tatsächlich. Aber das war auf dem Parkplatz, den wir gemietet haben natürlich. Briefed Message. Bro, kurze Frage, kannst du kurz 3 Minuten Discord? Muss ich Angst haben? Weil ich rip heute ein Toni-Format. Toni, muss ich Angst haben? Ich rip heute ein Format von dir und Rezo. Ja, ich möchte, dass du das nicht machst. Sowas pumpt okay, regelmäßig. Warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du machst. Also, okay. Ich will dich was fragen und zwar... Ist jetzt Content, also erstmal Hi-Chat, ist jetzt auch Content für deinen Chat. Und zwar, ich brauche ein Thumbnail-Bild von dir und du musst jetzt in die Kamera so schauen, als hätte Hugo gerade bei unserem Quiz Fortnite bei der Pornhub-Kategorie eingegeben, okay? Ja, okay, soll ich das auch? Mein Thumbnail-Geil Louis schaut nämlich auch gerade zu, der nimmt es einfach aus deinem Stream jetzt raus. Ja, okay, warte, dann gehe ich in so eine andere Szene. Mann, Hugo hat gerade Fortnite angegeben. Hä? Was? Seltsam, was? Komisch, das ist voll seltsam. Hä? Mega komisch, was? Okay. Okay, haben wir was oder warum noch? Ja, ich glaube, es war perfekt. Okay, ich glaube, das war insane gut. Top. Ich dachte irgendwie, ich kriege jetzt Anscheiße, weil ich ein Format von dir rippe heute. Was macht ihr denn? Das mit dem Zuschauer? Ja, genau. Ja, du hast mal mit Rezo vor 1000 Jahren dieses, man muss erkennen, ob es ein Rezo-Zuschauer oder ein Reef-Zuschauer ist. Und wir machen das heute mit Basti und Kevin. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, ob es so Unterschiede gibt, aber I don't know. Oh, beim Rezo und mir hat man es auf jeden Fall gut erkannt. Ja, wir wollten eigentlich so eine Kategorie reinmachen, aber ich wusste nicht, ob Basti das so feiert, deswegen haben wir es nicht gemacht. Ob und wie viel man Alkohol trinkt. Das du hättest auch so random so Pizme-Zuschauer noch mit reinnehmen können. Dann hättest du einfach, gäbe es so einen Joker gewesen, wenn dann Pizme oder oh mein Hello Gott. Wäre, glaube ich, auch fucking funny, Alter, Digga. Das ist übelst die geile Idee fürs nächste Mal. Einfach ein geil. Es gibt ein Vote für Pizme-Zuschauer und den kann man vergeben. So eine Art super Like. Ich wollte gerade sagen, oder so einen Revi-Zuschauer, aber ich glaube, das wäre Mobbing. Ja. Yeah. Wenn du sagst, yeah, das ist der Revi-Guy. Ja, stell dir vor, du bist halt einfach Basti-Zuschauer und dann wirst du als Revi-Guy gesuperliked. Yeah, I don't know. Ja, wir machen dann Pete's Meet. Ja, ich muss jetzt auch los, Digga. Ja, ich gehe eine halbe Stunde zum Flughafen aber das war jetzt noch Digga, wichtig. Sorry. Business Mrs. Worldwide. Langweilig. Okay. Richtig wack. Alright, hey, dann viel Spaß, ne? Liebe Grüße an Basti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.